Jan Uplegger, der fantastische Schauspieler, der heute lesen wird. Hier ist Stepan Twardoch, den Sie alle kennen und dessen wegen Sie gekommen sind. Mein Name ist Olaf Kühl. Ich habe dieses Buch übersetzt, deswegen habe ich heute auch die Ehre, darüber ein bisschen zu sagen. Das Buch heißt Demut. Es ist... Da müssen wir das mal hinstellen. Ah, steht schon. Es ist Twardochs fünfter Roman, der ins Deutsche übersetzt worden ist. Sein Debüt hieß Morphin. Und Morphin war aber nicht sein erster Roman, sondern vor dieser Reihe von fünf deutschsprachigen Romanen hat er, ich glaube, auch noch fünf polnische geschrieben, die noch gar nicht übersetzt sind, seit Anfang der 2000er Jahre. Das ist so ein Genre an der Grenze zwischen Fantasy-Literatur und alternativer Geschichtsschreibung. Jemand hat gesagt, zwischen Populärliteratur und höherer Literatur, zwischen Fantasy und historischem Roman, zwischen hartem Realismus und verrätseltem Neverland. Viele dieser noch nicht übersetzten Titel deuten schon auf Twardochs besonderes Interesse an deutscher, preußischer und österreich-ungarischer Geschichte hin, die überall in seiner Literatur durchscheint. Es gibt zum Beispiel eine Erzählungssammlung, die heißt Der Wahn des Rittmeisters von Egern Obwent, Rotmistrza von Egern. Oder es gibt einen Roman Sternberg, der im Wien Ende des 18. Jahrhunderts spielt. Und ich finde, es ist kein Zufall, dass Twardoch dann mit dem Roman Morphin entdeckt wurde in Deutschland. Morphin spielt im von Deutschen besetzten Warschau. Und es scheint mir so, dass das deutsche Verlagswesen und auch das Publikum auf Titel besonders gespannt ist, die eigene gemeinsame Geschichte, vor allen Dingen auch die deutsche Geschichte, beleuchtet mit fremden Augen. Sein letzter Roman vor dieser deutschen Reise war Ewiges Tannenberg, Wirchne Grunwald, das auch noch nicht übersetzt ist, das aber bestimmt irgendwann, wenn es dann zu einer Werksausgabe von Twardoch kommt, auch übersetzt werden wird. Der spielt mit einem großen Gründungs- und Erfolgsmythos der polnischen Erinnerung, der Schlacht von Tannenberg, wo 1410 die Deutschritter vom polnisch-litauischen Heer geschlagen wurden. Heute also Demut. Für mich ist das einer der besten Romane Stepan Twardochs, auch einer, der auch nach seiner eigenen Aussage sehr nah an ihm persönlich dran ist, also einer seiner intimsten Romane, könnte man sagen. Der Held hat einen sprechenden Namen, er heißt Alois Pokora. Pokora ist polnisch auch Demut. Und ich werde ihn jetzt, bevor ich hier weitere Deutungen abgebe, einfach mal kurz sagen, kurz einen Durchrausch durch die Handlung geben, damit Sie sich vorstellen, was das überhaupt ist. Alois Pokora ist Ende des 19. Jahrhunderts in einer kinderreichen oberschlesischen Bergarbeiterfamilie geboren. Er darf als einziges Kind aufs Gymnasium gehen, mit Hilfe des Pfarrers Scholtes. Auf der Klosterschule wird er schon wegen seiner Herkunft gehänselt, arme Bergarbeiterfamilie, die auch nur ein kleines Stück Land hat. Er kann am Anfang auch nicht gut Deutsch, muss das erst lernen. Und dann gibt es einen preußischen Adligen, den Sohn einer adligen Familie, Smilow von Kattwitz, der ihn immer in Schutz nimmt. Die ganze Erzählung ist durchweg gerichtet an eine gewisse Agnes und das Buch beginnt so, dass man es eigentlich Lust hat, gleich beiseite zu legen, weil es so eine, zwei Seiten, so eine anhimmelnde Ode ist an eine Frau. Da denkt man, oh Gott, was ist das für romantischer Schmalz? Aber dann stellt sich heraus, dass es eine hochinteressante Sado, man könnte sagen maso-erotische Beziehung ist, weil der Aloisi dieser Agnes völlig verfallen ist und abhängig ist von ihr. Agnes ist ein Mädchen aus gutbürgerlichem Hause, das er kennengelernt hat, als er dort als Student gewohnt hat und er kommt sein Leben lang nicht von ihr los. Aloisi studiert dann Philosophie in Breslau, er macht also eine Riesenkarriere als Bergarbeiterkind, meldet sich bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs freiwillig zur deutschen Armee und sein Vater, der natürlich auch Schlesier ist und sich nie eindeutig identifiziert hat, weder mit Polen noch Deutschland, verstößt ihn daraufhin, obwohl er selbst in der preußischen Armee gedient hat, der Vater. Ne? Ja.
Alois hat dann, Aloisi hat einen anderen Freund, der Deutsche ist Smilo von Katwitz, der Polnische ist Dionysy Braun-Towiański, der ihn im Weltkrieg bewegen will, sich auf die polnische Seite zu schlagen. Und dann beginnt der Krieg. Und der Krieg ist ein ganz gewichtiger Bestandteil des Buches. Und die Schilderungen der Kriegshandlungen gehören auch mit zu den stärksten Seiten von Twardoch in diesem Buch. Ich weiß nicht, Sie alle kennen bestimmt Florian Illis. Der hat in der Zeit diese Stärke der Kriegsschilderung genutzt, um so einen kleinen Seitenhieb gegen jede Art von Identitätspolitik abzugeben. Illis schreibt, das ist ein wichtiger Punkt, auch mit Blick auf die gegenwärtige Identitätspolitik, die Kunst nur noch aufgrund von beglaubigter Selbsterfahrung akzeptieren will und dabei übersieht, dass Authentizität kein literarisches Qualitätskriterium ist. Twardoch ist ein Hexenmeister der Geschichte des 20. Jahrhunderts, der immer aufs Neue von der Anziehungskraft des Unglücks erzählt. Und am Ende heißt es dann nochmal, er widerspricht allen Thesen der Identitätspolitik, weil der Autor so erfahrungssatt und poetisch komplex aus Zeiten erzählt, die er nicht erlebt haben kann. Das betrifft aber eigentlich alle Bücher von Twardoch, weil Twardoch war auch nicht im besetzten Warschau, Twardoch war nicht Anfang des Jahrhunderts in Schlesien. Und für mich ist das die große, eigentlich die stärkste und die rätselhafteste Begabung dieses Autors, wie er sich in diese historischen Zeiten so hineinversetzen kann, dass man wirklich das Gefühl hat, hier schreibt jemand, der das miterlebt hat. Aloisi wird dann im Grabenkampf von einem Schrapnell am Kopf verletzt, zum Glück von einem Helm geschützt, kommt in ein Lazarett in Bethanien, heute Bethanienhaus, in Kreuzberg, und als er entlassen wird, betritt er ein Berlin, in dem er schon mal gewesen ist, das sich aber völlig verändert hat, weil es nämlich von der Revolution geschüttelt wird. Er trägt noch eine Uniform, der Offiziersrang anzumerken ist. Er wird dann provoziert und angepöbelt von aufständischen Proletariern, bis er sich die Erkennungsmerkmale schließlich abschneidet. Und in diesem Berlin schließt er sich dem Spartakusbund an. Er lernt sogar Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht kennen und kämpft mit seinen neuen Genossen um das Berliner Stadtschloss, das ja heute bekanntlich schon wieder steht. Er erlebt mit seiner politischen Befreiung zugleich auch eine sexuelle Befreiung. Und irgendwann erwischen die rechtsnationalen Freikorps, die damals auch aktiv waren, diese Spartakus-Leute, und fahren sie vor die Stadt, um sie alle zu erschießen. Und unter diesen Freikorps-Leuten ist glücklicherweise sein Jugendfreund Smilo von Katwitz, der ihm offensichtlich auch erotisch zugetan ist, rettet ihn und nimmt ihn mit auf sein Jagdschloss in Schlesien. Und auf diesem Jagdschloss sind lauter jungmännliche nationale Freikorpsler versammelt, die einen Putsch in Deutschland planen. Es gibt wunderbar beschriebene Jagdszenen, Jagd auf einen Hirsch. Diese Beschreibungen können auch ohne weiteres mit Żeromski konkurrieren, finde ich. Und am Ende kehrt Aloisi in sein Heimatdorf zurück. Er heiratet eine ganz anständige, wunderbare Frau namens Emma. Er hat ein Kind und verliert am Ende dann wieder alles, weil er seine Agnes noch einmal besucht und von ihr erneut erniedrigt wird. Und da ist auch schon alles vorbei. Er verliert seinen Job, weil irgendein Foto mit ihm von Liebknecht und Rosa Luxemburg ihn verrät, verliert seinen Job bei einem rechtsnationalen Seifenhersteller. Und dann kommt das Ende, das ich nicht verraten werde, damit Sie genug noch Spannung haben, um das Buch zu lesen. Hast du schon fast alles verraten? Nö. Erstens habe ich die Nuancen nicht erzählt, sondern nur den großen Bogen. Und dieser große historische Bogen ist zugleich die Lebensbeschreibung von Aloisi, und die wird erzählt in einer mitreißenden Sprache. Nach dem fünften Roman darf man wohl sagen, dass Stepan Twardoch ein großartiger europäischer Erzähler ist. Sein Stil entwickelt immer einen unglaublichen Sog, und deswegen möchte ich Ihnen, damit Sie sich auch davon überzeugen können, möchte ich Stepan bitten, mal etwas im polnischen Original zu lesen.
Erich milczy chwilę i w końcu mówi, że nie jestem w niczym lepszy od nich. Franzek dodaje, że w dupie mi się poprzewracało od tych wszystkich nauk. Ja, wyżej stronisz dupa mu. Farosz milczą, tatulek nalewają znowu gorzoły. Po coś w ogóle tu przyjechał, pyta Franzek, pijąc, pyta, czy chodzi mi o pieniądze i żebym sobie wybił z głowy, bo nikt tutaj nie da mi ani złamanego feniga. 4 lata, ani słowa i nagle przyjeżdża, pan oficer, ordery i co myślisz, że będziesz się tu nami rządził? Przecież on się wcale nie rządzi, mówi Anna literacką polszczyzną. Przyjechał, bo jesteśmy jego rodziną, tu jest jego dom. A ty co pysko twierdzisz, ci go zatracono? Jak po gorolsku godo, czyś nie lepszy niż on? Nie byłem w stanie pisać, mówię. To coś tam działo? A ty co, ty myślisz, że my na wojnie nie byli? Tatulek byli pod Sedanem, przy łanach. Właśnie, pod Sedanem, energicznie kiwa głową ojciec i woła Marykę. Gorzoły więcej daj. Farosz podnoszą ręce. Ludzie, dajcie pokój. Grunt, że Alois wojna przeżył, że wyście przeżyli, wojna się skończyła i wszyscy sam siedzimy cali i zdrowi. Nie wszyscy sam siedzimy. Karlik a Konrad sam nie siedzą, mówię. Maryjka wchodzi, rozgniewana, przynosi kolejną flaszkę gorzoły. I na co to tela tego słeptać łoży roki? Mamrocze pod nosem, zbiera talerze. Tatulek, już nieco pijani, odpowiadają, że jednak mu się synek z wojny wrócił, to idzie se pofajrować trochę, pra? Erich odpowiada mu, że jak on się z wojny wrócił, to żody na to przyleżytość gorzoły nie pił. Sie haben eben diese schlesischen Repliken schon gehört. Ich werde Stepan nachher auch noch mal nach seiner schlesischen Identität fragen. Aber zuerst wollen wir mal von Jan Ublicker hören, die Stelle mit dem Vater, weil ich habe gesagt, arme Bergarbeiterfamilie, der Vater, der eben auch vorkam. Wie es da genau aussah, das hören wir uns jetzt mal an einem Ausschnitt aus der deutschen Fassung. Mein Vater war überhaupt dagegen, dass ich aufs Gymnasium ging. Nicht, weil er es mir nicht gegönnt hätte. Der Tatulek liebt dich sehr, sagte Mamulka immer, wenn ich verheult zu ihr gelaufen kam und das Gesäß von den väterlichen Gürtelschlägen brannte. Er liebt dich so sehr. Deshalb muss er dich strafen, damit du zu einem Menschen heranwächst. Wer sein Kind liebt, schenkt ihm manchen Gürtelhieb. Der Papa versteht nicht, dass du anders bist als deine Brüderchen und deine Schwester. Damals wusste ich so gut wie gar nichts über ihn, davon, was er für ein Mensch er war. Denn für mich war er nur diese Schreckensfigur. Ich erinnere mich aus der damaligen Zeit an seinen schlaffen, grauen und von der Pfeife vergilbten Schnauzbart, die sehnigen Arme, knotigen Hände mit sehr rauer Haut und vom Kohlenstaub schwarz gerenderten Nägeln. Er war die schiere Macht, die leibhaftige Autorität. Sein Wort war das Wort Gottes. Oder mehr. Denn schon damals schien mir Gott vor allem ein Schweigender zu sein. Mein Vater dagegen sprach. Nicht viel, aber er sprach. Heute, da ich vom Splitter am Helm getroffen und in Dunkelheit versunken bin, heute, mit 27 Jahren, im schlesischen Pionierbataillon Nummer 6 im niedrigsten Offiziersrang des Leutnants, dem polnischen, dem Unterleutnant entspricht, umgekehrt als im deutschen, wo es den Leutnant und den Oberleutnant gibt. Heute verstehe ich erheblich mehr. Mein Vater war 1849 in Niborowitz geboren, als dritter von 7 Söhnen des Hintersassen Franz Pokora. In Niborowice gab es auch andere Pokoras, die aus Schönwald hergezogen, aber nicht mit uns verwandt waren. 1870 zog mein Vater in den Krieg. Ein Jahr später kam er gereift zurück, gefestigt sowohl in seinem preußischen Charakter als auch in seinem bitteren Hass auf den preußischen Staat. Vielleicht war es damals in Frankreich, dass sich alles bis auf den Zorn aus meinem Vater verflüchtigt hat und er nur noch aus Zorn bestand, der ihn antrieb, wie der verdichtete Dampf die Turbine, will sagen, nicht in einer einmaligen Eruption, nein. Der Zorn meines Vaters blieb kontrolliert, in die Druckkammer seines Inneren gesperrt, gleichermaßen abgelassen und verlieh ihm diese schreckliche Kraft, die ihn alles ertragen und bekämpfen ließ, wenn er nur die Möglichkeit seines Sieges sah.
Der Zorn meines Vaters war der des armen Schluckers, der für den Reichen schuftet. Der Zorn des Gefreiten, der auf Befehl des Generals sein Leben in die Waagschale des Schicksals legt. Der Zorn des armen Teufels, des Sohns und Enkels von armen Teufeln, die für die Väter und Großväter des reichen Herrn geschuftet hatten. Der Zorn meines Vaters war der eines Mannes, der in einer Welt lebte, die festgefügt war und keine Hoffnung, keine Aussicht auf Veränderung bot. Da gab es den König, später den Kaiser in Berlin. Es gab den Landrat in Gleiwitz und fast das ganze Leben meines Vaters war das ein und derselbe Mensch. Er hieß Gemanda. Es gab den Pfarrer in Janica. Die Welt dachte gar nicht daran, aufzumucken. Also musste man den Zorn in sich einschließen, ihn fest einsperren, komprimieren. Gleichzeitig aber durfte man niemandem auf den Leim gehen, der Opfer für irgendwelche Ideale forderte. Mein Vater glaubte an nichts. Er akzeptierte die Existenz von Kirche, Staat und König, später Kaiser, glaubte aber den Priestern, Landräten und Offizieren kein einziges Wort. Auch die kaiserlichen Erklärungen glaubte er nicht. Es lag nicht in seiner Natur, über die Existenz Gottes zu befinden. Grüß Gott, sagte er aus Gewohnheit wie jeder Bergmann. Er betete mit allen um die Fürsprache der heiligen Barbara vor der Schicht, auch wenn er für drei Ave Marias nicht mehr zur Kirche ging. Glauben tat er an nichts. Er glaubte kein einziges Wort des auf Deutsch erscheinenden oberschlesischen Wanderers, glaubte kein polnisches Wort im Katholik, glaubte weder den Polen noch den Deutschen, weder den Kommunisten noch den Sozialdemokraten. Ich weiß nicht einmal, ob er sie damals unterschied. Er glaubte der Zentrumspartei nicht, den Hakatisten, den Evangelien und den Katholiken nicht. Jedoch hasste er sie alle. In der richtigen Annahme, niemand außer ihm kümmere sich um den Hintersassen, Schlepper und späteren Hauer Anton Pokora aus Niborowitz. Und wer von seinem Wohlergehen rede, der lüge. Der Zorn meines Vaters hatte Geiz zur Folge, ewige Verbitterung, denn mein Vater lächelte niemals. Dieser Zorn hatte aber auch Selbstdisziplin und Fleiß zur Folge. Eine einzige Freude hatte mein Vater im Leben, eine Erholung und ein Vergnügen. Mein Vater machte gerne Kinder. Es geht hier nicht allein um den Verkehr. Auch wenn er mit der Gewissenhaftigkeit eines Bahnwärters verkehrte, der täglich die Schranke am Übergang öffnet, er verkehrte mit der Mutter jeden Abend nach dem Löschen des Lichts, mit Ausnahme des Freitags, denn Freitag ist der Todestag des Herrn Jesus und am Freitag wollte meine Mutter nicht verkehren, was mein Vater widerwillig akzeptierte. Nicht der Geschlechtsverkehr war für meinen Vater das Ziel, auch wenn er ihm gewiss Vergnügen bereitete. Gab er sich dieser Tätigkeit nicht aus Lust so systematisch hin? Mein Vater war weder lüstern noch hedonistisch. Nicht der Tropismus der Lust lenkte ihn, sondern der Zorn. Mein Vater wollte möglichst viele Kinder machen. Nicht, weil die Gesellschaft von Kindern ihr Zwitschern und Lachen sein Herz mit Freude erfüllt hätten, nein. Kinder sind Weibersache, pflegte er zu sagen, und kümmerte sich überhaupt nicht um die Erziehung, abgesehen von der strengen Bestrafung jeglicher Missetaten, was ihm kein Vergnügen, sondern unangenehme Notwendigkeit war, denn so verstand er seine väterliche Pflicht. Wenn er von der Arbeit heimkam und nach Bad und Essen noch Zeit blieb, pflegte er sich mit der Pfeife in die Laube zu setzen und zu schmökern. Manchmal las er Zeitungen, fluchte leise in sich hinein, wenn er einen Artikel beendet hatte. Und jeder von uns jungen Pokoras wusste, dass es für das Stören des Vaters beim ersten Mal eins aufs Maul gab, beim zweiten Mal Gürtelhiebe auf den Hintern. Deshalb wagte das niemand von uns. Ungefragt trauten uns nie, ihn anzusprechen. Er wiederum sprach uns von sich aus fast nie an. Was hätte ihn denn interessieren sollen, was wir, der Nachwuchs, zu sagen haben? Er hob uns nicht auf seinen Schoß, streichelte oder tröstete uns nicht und legte uns nicht schlafen, was nicht heißt, dass er uns nicht geliebt hätte. Anton Pokoras Liebe bemaß sich danach, dass er uns ernährte, uns einigermaßen kleidete und uns ein Dach über dem Kopf bot. Seine Liebe bemaß sich daran, dass er keinen von uns verjagte, was er hätte tun können. Anton Pokora zeugte Kinder, weil er eine Wut auf die Welt hatte. Seine Nachkommen waren der Federhandschuh, den er der Welt hinwarf, Schimpftirade und Rache in einem. Erkannte er, dass jede weitere Schwangerschaft die Hölle für seine Frau, meine Mutter, Pauline, geborene Magnor, war? Ja, natürlich. Tatulek war nicht dumm.
Es tat ihm sogar leid, denn er hatte schon Gefühle für die Mamulka. Er hielt sie auch für eine gute und ehrliche Frau. Ihm tat es leid wegen der Hölle der Schwangerschaften, doch betrachtete er das Schicksal der Mamulka als naturgegeben. So wie die Jahreszeiten, wie Dürre und Gewitter, Winterstürme und Herbstschlamm. Ich glaube, Mamulka teilte diesen Fatalismus. Dem täglichen Verkehr ergab sie sich wortlos und ohne Gestöhn. Auch Vater schwieg dabei, wurde höchstens am Ende einmal lauter. Wir alle, ich und meine 12 Geschwister, die Lebenden und die, die nicht überlebt haben, waren Früchte des verdichteten Zorns meines Vaters, den Antrieb wie Dampf. Wir waren, wir sind, zumindest diejenigen von uns, die leben, denn ich weiß nicht, wie viele meiner Brüder der Krieg dahingerafft hat, wir also waren, sind, der Federhandschuh, den er der Welt hinwarf, sein stummer Schrei. Wir sind auch, waren, das jahrelange Martyrium meiner Mutter, ein Martyrium, das mein Vater wahrnahm, so wie er das furchtbare Leben des Pferdes sah, das unter Tage die Wagen mit dem Fördergut zog. Und zum Leid meiner Mutter hatte er ein ähnliches Verhältnis wie zu dem des Pferdes, er litt mit. Hielt dieses Martyrium aber für naturgegeben, dagegen konnte man sich so wenig auflehnen wie gegen den Tod. Es war natürlich nicht Vater, der mich aufs Gymnasium geschickt hatte. Auf diese exzentrische Idee kam der Pilchowitzer Pfarrer Scholtis, ein ansehnlicher, gut gebauter Mann, damals Anfang 40, ruhig, kräftig und selbstbewusst, der sich im Deutschen ebenso gewandt ausdrückte wie im Hochpolnischen und in unserer Sprache. Vielen Dank. Stepan, ich weiß, dass du Berlin magst. Du magst auch Warschau, aber du magst zum Beispiel Paris nicht. Warum? Tak, to prawda. Warum? Olaf zawsze lubi zaskoczyć mnie jakimś pytaniem, jakiego nigdy wcześniej mi nie zadawał. Olaf überrascht mich immer gern mit einer Frage, die er nie zuvor gestellt hat. Ja nie znajduję jakiejś dobrej odpowiedzi na to pytanie, ale rzeczywiście w Paryżu albo w Londynie czuję się niezwykle obco. Ich habe keine wirklich gute Antwort auf die Frage, aber tatsächlich ist es so, dass ich mich in Paris und London nicht wirklich gut fühle. W Paryżu jeszcze bardziej obco niż w Londynie, bo na dodatek nie znam języka. In Paris noch fühle ich mich noch fremder als in London, weil ich die Sprache nicht kann. Tak naprawdę to ja się dobrze czuję w miastach Europy Środkowej chyba. Und wirklich gut fühle ich mich in den Städten Mittelosteuropas oder Mitteleuropas. Ponieważ ich jakoś struktura przestrzenna jest dla mnie zrozumiała i jasna i tempo ludzie nie potrafię tego wytłumaczyć, ale rzeczywiście to prawda, tak jak powiedziałeś. Und ich mag diese mitteleuropäischen Städte, weil ihre räumliche Struktur, ihr Aufbau für mich verständlich ist. Vielleicht ist es auch das Tempo des Lebens dort der Menschen. Ich kenne die genauen Gründe nicht. A tak najbardziej to i tak lubię moje Pilchowice. Aber am meisten mag ich natürlich meine Pilchowice. Ich frage deshalb, weil natürlich, irgendwann hast du mal gesagt, Warschau und Berlin sind eher proletarische Städte, Paris nicht. Ich komme auf das Thema, weil das ganze Buch ja von Identität und von unsicherer Identität handelt, auch von Selbstzweifeln, von Diskriminierung nach Standesmerkmalen, nach Herkunft. Am deutlichsten sieht man, dass wenn Aloisi auf diesen herrschaftlich auf dieses Jagdschloss kommt in Schlesien, wo lauter junge adlige Schnösel sitzen, die ihn zwar korrekt behandeln, aber er spürt irgendwie, dass er nicht richtig dazugehört, dass er nicht ernst genommen wird, weil er nicht aus diesen Kreisen stammt, sondern ein Bergarbeitersohn ist. Und meine Frage wäre, da kenne ich auch schon ein bisschen die Antwort, aber die Frage wäre, ob du diese Standesunterschiede im heutigen Polen auch noch siehst, ob die noch eine Rolle spielen oder nicht. No, wydaje mi się, że tak, że bardzo, że jakby ta struktura klasowa polskiego społeczeństwa, ona ciągle ma wielkie znaczenie.
Ich glaube ja. Ich glaube, das ist immer noch sehr so. Die Klassenstruktur der polnischen Gesellschaft hat immer noch eine große Bedeutung. Auch nach 60 Jahren Sozialismus. Ja. Tak, bo Polska pod rządami PZPR ciągle była władana przez inteligencję polską tak naprawdę i cały kapitał kulturowy był jakby w pieczy polskiej inteligencji, która jest, no, wyrasta z tego etosu szlacheckiego, prawda? Mm-hmm. Denn auch unter der Herrschaft der, wie nennt man die noch, die polnische kommunistische Partei, auch dort hatte eigentlich die Intelligenz die Macht über das intellektuelle Kapital. Und diese Intelligenz leitete sich eigentlich aus diesem Adelsethos oder dieser Adels her. Und deswegen ist das so geblieben. I oczywiście polskie społeczeństwo nie jest tak szczelnie i sztywno podzielone na klasy, jak na przykład społeczeństwo angielskie, gdzie między klasą wyższą a klasami niższymi są dosłownie genetyczne różnice, co tam ostatnio zbadano. Das ist natürlich nicht so, dass die polnische Gesellschaft so strikt nach Klassen geteilt wäre wie die englische, die britische, wo, wie kürzlich Forschungen ergeben haben, die Grenze zwischen oberen und unteren Ständen oder Klassen sogar genetisch schon verfolgt werden können. Natomiast różnica jest taka, że te różnice klasowe w Wielkiej Brytanii są widoczne na pierwszy rzut oka i nikt nie udaje, że ich nie ma. Natomiast problem polega na tym, że w Polsce wszyscy udają, że żyją w egalitarnym społeczeństwie, które wcale nie jest egalitarne. Der Unterschied ist, dass in Großbritannien die Klassenunterschiede auf den ersten Blick sichtbar sind und niemand tut so, als wenn es die nicht gäbe. Dagegen in Polen gibt man vor, in einer egalitären Gesellschaft zu leben, während diese Unterschiede tatsächlich aber weiter vorhanden sind. Ja. Dann mache ich einen kleinen Sprung. Und mich würde interessieren, du hast immer gesagt, du kannst keine Romane über die Gegenwart schreiben, weil all deine Bücher, Morphin handelt von Warschau unter deutscher Besatzung, Drach ist ein ganzes Jahrhundert schlesischer Geschichte, der Boxer handelt von einem jüdischen Gangster im Vorkriegs-Warschau, das Schwarze Königreich sind Szenen, wo Jakub Shapiro, dieser Gangster, in dem besetzten Warschau mit Mühe überlebt mit seiner Freundin. Und ich habe den Eindruck, das ist jetzt mein persönlicher Eindruck, dass mit dem Krieg in der Ukraine so etwas wie eine tektonische Verschiebung in diese, könnte man fast sagen, langweilige Nachkriegsgeschichte, die war schön, die war gut, aber sie war ruhig. Und jetzt ist plötzlich wieder ein großer Krieg da und es ist eigentlich alles da, was du an Stoff immer in der Geschichte gefunden hast. Könntest du dir heute vorstellen, einen Roman über die Gegenwart zu schreiben? No, na pewno nie napiszę powieści o wojnie w Ukrainie. Ganz bestimmt werde ich keinen Roman über den Krieg in der Ukraine schreiben. Bo Ukraińcy mają swoich wspaniałych pisarzy, którzy się tym zajmą. I ja czułbym, że z mojej strony byłaby to jakaś uzurpacja. Denn die Ukrainer haben ihre eigenen großartigen Schriftsteller, die das machen werden. Und wenn ich mich dieses Themas annehmen würde, würde ich mir wie ein Usurpator vorkommen. Więc raczej czekam, aż ta wojna się skończy i wtedy Serhii Żadan z powrotem zacznie pisać i może napisze o wojnie powieść taką, jak napisał już o wojnie wcześniejszej Internat, prawda? Deswegen warte ich jetzt mal ab, bis dieser Krieg vorbei ist und Serhii Żadan wieder anfängt zu schreiben und ein Buch über diesen Krieg schreibt, wie er das schon in seinem letzten Roman getan hat, in dem Roman Internat. Natomiast no ja rzeczywiście nie potrafię pisać powieści współczesnych i z tego powodu zacząłem to robić właśnie teraz i mam taką zaczętą powieść współczesną trochę. Aber es stimmt schon, dass ich keine Romane über die Gegenwart schreiben kann und gerade deswegen habe ich angefangen das jetzt zu tun und versuche es einfach. Siehst du denn, es gibt ja immer unterschiedliche Blicke auf die Wirklichkeit, wenn du jetzt den Krieg siehst und all diese unabwägbaren Folgen, die das haben kann. Der muss ja nicht keineswegs nur auf die Ukraine beschränkt bleiben. Das kann sich ausdehnen, das kann
wirtschaftliche Folgen haben. Siehst du das mit den Augen eines Schriftstellers, der einen spannenden Stoff beobachtet, oder fühlst du dich mehr als Betroffener, Beteiligter, dem auch vielleicht Gefahr droht? Ja, rozumiesz? Czy ty czujesz się zagrożony z tym sytuacją w Europie, czy raczej obserwujesz spokojnie jako pisarz? No, to znaczy, ten, jak się wojna zaczęła, to ja poczułem to, o czym wcześniej mówiłeś, o ten ruch, taki tektoniczny ruch historii. I poczułem go bardzo wyraźnie, bo nie byłem w stanie przez miesiąc, w ogóle nie byłem w środku powieści wtedy, a nie byłem w stanie pisać przez miesiąc. Po prostu siadałem do komputera i nie potrafiłem pisać ani słowa, więc dałem sobie spokój. Als der Krieg ausbrach, habe ich tatsächlich so etwas empfunden wie diesen tektonischen Bruch in den Zeitläuften, und ich war überhaupt nicht in der Lage zu schreiben. Ich war mitten in einem Roman drin, habe mich an den Computer gesetzt und konnte in dieser Situation unter diesem Eindruck keine Zeile schreiben. Przepraszam. I to w ogóle uruchomiło we mnie wszystkie jakby opowiadane po tysiąc razy rodzinne historie z czasów II wojny światowej. Und aber diese Lage hat in mir alle tausendfach erzählten Geschichten aus meiner Familie, aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs quasi evoziert oder hervorgerufen. Na jakiś miesiąc, dwa wszedłem w taki jakiś stan wyjątkowy. Und ungefähr zwei Monate war ich in einer Art Ausnahmezustand. I tak jakbym się zachowywał w ogóle według jakiegoś takiego podręcznika, który mi został wdrukowany, tak jakoś na jakimś takim, wiesz, autopilocie, jakby się poruszając. Und ich benahm mich, hatte ich das Gefühl, nach einer Art Lehrbuch, das mir eingepflanzt wäre, so eine Art Autopilot, der mich steuerte. Na przykład kupiłem złoto. Co, i zrobiłem to, nawet się nad tym nie zastanawiając, a kiedy to zrobiłem, to usłyszałem w głowie głos mojego dziadka, zmarłego dwa lata temu, że który nie wierzył w papierowe pieniądze. Po prostu nie wierzył w papierowe pieniądze, bo zbyt wiele razy widział, jak papierowe pieniądze tracą jakąkolwiek wartość. Wierzył tylko w złoto. To było, według niego, była jedyna słuszna lokata kapitału. Und dieser Autopilot sagte mir, brachte mich dazu, Gold zu kaufen. Und ich tat das, ohne lange darüber nachzudenken. Und dann erinnerte ich mich an die Worte meines Großvaters, der vor zwei Jahren gestorben ist, der überhaupt nicht an Papiergeld glaubte. Ich glaube, heute glaubt niemand mehr an Papiergeld, aber der deswegen einzig und allein an Gold glaubte und es kaufte. Na, ponieważ tak nie byłem w stanie pisać, tak nie byłem w stanie pracować, więc zacząłem jeździć na granicę i po prostu wozić ludzi, którzy uciekali z Ukrainy. Das passt sehr gut zu meiner Frage, die ich ohnehin stellen wollte. Da ich jetzt sowieso nicht schreiben konnte, habe ich dann angefangen, quasi freiwilligen Arbeit zu leisten. Ich bin an die ukrainische Grenze gefahren, habe Flüchtlinge von dort geholt und ins Landesinnere gebracht. I miałem w ogóle taką przedziwną sytuację, że mój kolega, który był w tym czasie w Kijowie, zadzwonił do mnie, że jedzie matka z córką, które są na dodatek skonfliktowane ze sobą, no i że trzeba po nie pojechać. Und da gab es so eine merkwürdige Situation. Ein Freund von mir, der war gerade in Kiew und sagte mir Bescheid, dass da eine Mutter mit ihrer Tochter sei, die sich untereinander auch noch zerstritten hätten, und die wollten jetzt an die Grenze gefahren. One były z Charkowa, obie, jeśli dobrze pamiętam. Die beide waren aus Charkiw. I to była taka coś takiego w tym było, czego gdybym to napisał w powieści, to uznałbym, że to w ogóle tak nie można, no. Ponieważ nazywały się Nadjeżda i Ljubow. Und die beiden hießen, und das könnte man in keinem Roman so schreiben, weil das sofort als an den Haaren herbeigezogen gelten würde. Die eine hieß Nadjeżda, die Hoffnung, die andere hieß Ljubow, die Liebe. No więc pomyślałem sobie, że właśnie wiozę nadzieję i miłość w samochodzie, żeby znaleźć im jakiś dom.
Wydało mi się to jakoś tak, tak nieznośnie symboliczne, że stwierdziłem, że to jest, że nie, nie mogę tego w ogóle opisać, bo to, to ale, już to, to, to byłby kicz wtedy. Ale znalazłeś tam. Tak, tak. Und ich holte die an der Grenze ab und fuhr jetzt mit der Liebe und der Hoffnung auf der Suche nach einer Unterkunft für die beiden, was mir dann am Ende auch gelang, eine Unterkunft in Polen natürlich. No a potem jeszcze, bo dużo rozmawiałem z tą dziewczynką, która ona, znaczy dziewczynką, to była młoda kobieta, ona miała 16 lat, jeśli dobrze pamiętam. To Ljubow? Ljubow, tak. Mm. Und ich habe dann viel geredet mit der Tochter, die war ungefähr 16, diese Ljubow. No i ona była LGBT dziewczyną. Die war eine LGBT Frau. I najpierw tam znaleźliśmy jakiś dom u nas, potem w Warszawie, a potem w końcu przyjechała do Berlina i teraz jest w Berlinie. Erst I z tego, co mi pisała, jest szczęśliwa. Wir haben sie erst in der Nähe bei uns untergebracht, dann ist sie nach Warschau gegangen und am Ende ist sie in Berlin gelangt, nach Berlin gelangt und soweit ich weiß, ist sie hier glücklich. Natomiast no jak w końcu dotarła do Berlina, to pomyślałem sobie, że ona jest dokładnie w tym samym wieku, w jakim była moja babcia, kiedy uciekała przed Rosjanami z Prus Wschodnich. Dokąd? No najpierw statkiem do Rostocku chyba, a potem też w końcu trafiła do Berlina, a potem w końcu gdzieś do Bawarii. I no wiesz, dokładnie ten wiek, też przed Rosjanami ucieka i pomyślałem, że tak, to jest jakbym wiózł moją zmarłą babcię w samochodzie. Mhm. Und als sie dann in Berlin war, wurde mir plötzlich klar, dass sie eigentlich genau das Schicksal meiner Großmutter wiederholte, die exakt in dem gleichen Alter vor den Russen flüchtete, am Ende des Zweiten Weltkriegs, die dann erst nach Rostock fuhr, dann nach Berlin kam und am Ende in Bayern gelandet ist. Aber es wurde mir plötzlich so klar, wie sich diese Schicksale wiederholten. No więc tak, takie rzeczy we mnie ta wojna uruchamiała. No i teraz też ku własnemu zaskoczeniu, bo wydawało mi się, że już jestem tak cyniczny i nihilistyczny, że w ogóle żadne wiadomości takie w newsach nie robią na mnie wrażenia. Natomiast teraz nic nie cieszy mnie bardziej w tej chwili w moim życiu niż kolejne sukcesy Ukraińców na froncie. Solche Geschichten habe ich erlebt und ich musste feststellen, dass ich bei allem Zynismus und aller Verbitterung, bei allem Nihilismus, den ich in mir feststelle, doch jetzt zu ganz anderen Gefühlen auch fähig bin und dass mich jeder Erfolg des ukrainischen Militärs jetzt mit einer ungeheuren Freude erfüllt oder Genugtuung. Das hat dir aber auch viel, du gibst dem Ausdruck auch in deutschen Zeitungen. Du bist eigentlich eine vielgefragte Stimme. Es gab früher immer so die Institution des polnischen Kommentators weltweiter, nicht nur deutsch-polnischer, sondern aller möglichen Ereignisse. In uralten grauen Zeiten war das mal Andrzej Czepiorski, der immer in der Welt oder irgendwo publizierte. Eine Zeit lang war es mal Staschuk. Jetzt bist du omnipräsent in der Neuen Zürcher Zeitung, in der Frankfurter Allgemeinen, im Spiegel und hast gerade eindeutig Stellung genommen zu diesem Krieg und hast die Haltung sowohl der deutschen Politik als auch der Medien dazu angegriffen, kritisiert. Ich fand das persönlich sehr gut, aber es war sehr konflikthaft und polemisch, auch die Antworten darauf. Wiesz co, no, bo też jak się ta wojna zaczęła, to zrobiliśmy z kolegami moimi licznymi taką grupę, która zajęła się dostarczaniem sprzętu armii ukraińskiej. Als der Krieg begann, da habe ich mit persönlichen Freunden so eine Gruppe gebildet, die sich damit beschäftigte, der ukrainischen Armee Ausrüstung zu liefern. Przez takich Ukraińców, którzy byli u nas na miejscu i wwozili to prosto tam do obrony terytorialnej pod Kijów i tak dalej. Das lief über Ukrainer, die bei uns in Polen waren und direkt ins Land fuhren und diese Ausrüstung dann bei der Territorialverteidigung in Kijów ablieferten. No, natomiast też pomyślałem potem, że ile byśmy tam tych kamizelek kuloodpornych, hełmów, telefonów satelitarnych, przede wszystkim dronów i tak dalej, ile byśmy tego nie kupili i nie wysłali, no to jest zawsze,
no, osoba prywatna nawet z 15 kumplami nie jest w stanie zrobić czegoś, niczego substancjalnego, prawda? Mm-hmm. To jest kropelka w oceanie. Aber mir war auch klar, dass egal wie viel kugelsichere Westen, Helme, vor allen Dingen Drohnen wir kauften und an die Ukraine lieferten, wir in unserer Gruppe von 15 Menschen, wir wären nie imstande gewesen, etwas Substanzielles zu leisten. Das war immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein. No i przypomniałem sobie wtedy, że w sumie to jestem pisarzem bardziej, prawda? I że być może jako pisarz mogę zrobić coś w sumie istotniejszego niż te telefony dla komandosów i tak dalej. Und dann fiel mir ein, dass ich eigentlich Schriftsteller bin. Und vielleicht als Schriftsteller mehr erreichen kann als durch die Lieferung, den Kauf und Lieferung von Satellitentelefonen und der anderen erwähnten Ausrüstung. Und Schriftsteller, meinst du jetzt diese Artikel in den Zeitungen? Mhm. Ah. No tak, bo jakby uznałem, że nie ma sensu pisać tych rzeczy po polsku, ponieważ to jest preaching to the choir wtedy, prawda? To jest przekonywanie przekonanych. W Polsce nie ma. Ludzie nie mają wątpliwości, nikt od prawa do lewa, nikt nie ma wątpliwości, że trzeba wspierać Ukrainę, a pomyślałem sobie, że w Niemczech jednak ten rozkład głosów w społeczeństwie jest inny, więc w Niemczech może przekonać kogoś można, więc to ma więcej sensu. No. Das hat insofern Sinn, als wenn ich das polnisch veröffentlicht hätte, einiges ist aber auch polnisch erschienen, Gazeta Wyborcza und andere. No tak, ale ja to pisałem do tego, oni to przedrukowywali. Nachdruck auf polnisch in polnischen Zeitungen, aber das hat eigentlich, das ist... wie nennt man das auf Deutsch? Man predigt etwas, was ohnehin jeder schon glaubt in Polen. In Polen ist die Meinung klar, alle stehen auf der Seite der Ukraine, alle wissen, was Russland ist. Und in Deutschland ist der Zwiespalt zwischen den Meinungen noch sehr viel größer. Und deswegen dachte ich, dass ich mit meinen deutschen Artikeln doch sehr viel mehr bewirken kann. Ich glaube, das war auch so. Eben lag mir noch eine Frage auf der Zunge dazu. Nee. Ja, doch. Jetzt fällt es mir wieder ein. Apropos Polen und Deutschland. Du bist in Polen, hast auch ein Massenpublikum. Deine Bücher verkaufen sich zu den Hunderttausenden. Aber in der Kritik gibt es auch mal Stimmen, die nicht alles an dir toll finden? Also in Polen bist du nicht der absolut unstreitige Star. In Deutschland ist deine Rezeption eigentlich sehr viel besser. Wie erklärst du dir das? Keine Ahnung. No dobrze, tak może trochę mam. No, może wiesz, może to jest, gdybym był jakoś bardzo małostkowy, to może bym powiedział, że właśnie te duże nakłady w Polsce sprawiają, że prasa jest gorsza. Wenn ich sehr kleinlich wäre, dann würde ich behaupten, dass gerade die hohen Auflagen in Polen die Kritik dazu veranlassen, über mich herzuziehen. Ale oczywiście tak nie myślę, bo jestem dużo lepszego zdania o polskich krytykach literackich. Aber das ist natürlich nicht meine ernste Meinung, weil in Wirklichkeit habe ich viele höhere Meinung von der polnischen Kritik. Mówiąc bardziej serio, myślę też... Nie do nas chyba. Tak, tak. A mówiąc bardziej serio, to ja mam wrażenie, że w Polsce polska krytyka literacka jest bardzo przywiązana do takiej postmodernistycznej koncepcji powieści, w której pisarz powinien się przede wszystkim zajmować dekonstruowaniem samej formy. Że powieść powinna się zapadać pod własnym ciężarem, powinna się rozlatywać, że nie można już pisać takich powieści, jak się pisało, wiesz, w pierwszych 50 latach XX wieku powieść, to jak już Joyce napisał Ulyssesa, to teraz już nie można napisać powieści, która jest opowieścią. Ich glaube aber, um jetzt ein bisschen ernsthafter zu antworten, dass die polnische Kritik eigentlich so die Meinung hat, dass man heute keine Romane mehr schreiben kann, wie sie in den ersten 50 Jahren des 20. Jahrhunderts geschrieben wurden. Die polnische Kritik ist eigentlich Anhänger eines postmodernen Romanmodells. Sie möchte, dass der Schriftsteller den Roman zerlegt und dafür sorgt, dass er unter seinem eigenen Gewicht zusammenbricht, dass die Handlung auseinanderfliegt und eigentlich... Das ist so das Ideal der polnischen Kritik.
Also wenn James Joyce Ulysses geschrieben hat, dann braucht man das heute nicht mehr zu machen. I to też widać, wiesz, ja na szczęście nie studiowałem literatury, nie jestem polonistą. Leider habe ich nicht Literaturwissenschaft studiert, ich bin kein Polonist. Was hast du denn studiert eigentlich? Soziologie und Philosophie. Soziologie und Philosophie. Bo też potem jak taki polonista zostaje już profesorem i w końcu, powiedzmy, po 40 czy koło 50 odważa się ogłosić swoją pierwszą powieść, nad którą pracował przez 30 lat, świadomy całego tego oceanu, który już napisano. I ma tą potrzebę, żeby napisać coś nowego. Und ich kann mir vorstellen, wenn dann so ein Literaturwissenschaftler, der endlich Professor geworden ist, dann mit 30, mit 40 oder 50 sogar, sich endlich durchringt, den Roman, an dem er 30 Jahre geschrieben hat, zu veröffentlichen, dann graut ihm eigentlich vor dem Gedanken, dass er etwas schreibt, wo eine Unmasse von anderen Texten und Romanen schon geschrieben worden sind. I to zawsze, za każdym razem są potworne kocopały, których nikt nie chce czytać, prawda? Und das sind dann immer scheußliche Machwerke, die niemand lesen will. No więc ja jakby jako pisarz korzystam trochę z mojej ignorancji. Ja po prostu nie wiem, że tak już nie można pisać książek, że tak już nie można pisać powieści. Deswegen kann man sagen, dass ich als Schriftsteller meine eigene Ignoranz in diesen Dingen, dass mir die zugute kommt, weil ich einfach nicht weiß, dass man solche Romane heute nicht mehr schreibt. Ale no, to jest chyba też ta różnica, która różni, powiedzmy, tą anglosaską tradycję powieściową. Bo jak popatrzysz sobie na nominację do Bookera, to dla mnie to jest dość niezawodne, że jak jakaś książka jest nominowana do Bookera, ona zawsze jest opowieścią. Mm. Zawsze jest historią, której nie chce mi się odkładać, prawda? Mm. Nie zapada się pod własnym ciężarem, nie jest jednym wielkim eksperymentem językowym, nie jest napisana, wiesz, od, nie wiem, w złą stronę albo bez samogłosek i tak dalej. Und ich glaube, da gibt es einen großen Unterschied zur angelsächsischen Tradition. Also wenn man sich anguckt, welche Bücher für den Booker Prize nominiert werden, dann sind das immer eigentlich Romane, die sich quasi von selbst lesen, die einen mitreißen. Das sind keine Bücher, die unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbrechen, die irgendwelche sprachlichen Experimente anstellen, einen ganzen Roman ohne Vokale schreiben oder so etwas, sondern das ist eine ganz andere Tradition. No i ja jako czytelnik lubię właśnie takie powieści. Takie powieści lubię czytać. Und als Leser ziehe ich solche Romane vor. A mój gust czytelniczy jest tak naprawdę jedynym drogowskazem, jaki mam jako pisarz. No ja staram się pisać takie powieści, jakie sam chciałbym czytać po prostu. Und das ist mein einziger Kompass, wenn ich selbst schreibe, mein eigener Lesergeschmack. Also ich schreibe gerne Bücher, die ich auch selbst gern lesen würde. No i tak. Ja, dann kommen wir aber trotzdem nochmal, das habe ich hier gar nicht aufgeschrieben, aber warum die polnische Kritik dich vielleicht nicht mag, weil du auch dich so ein bisschen stilisierst als jemand, der mit dem Schreiben Geld verdient, der gute Autos fährt, der Mercedes-Botschafter in Polen war, der in schicken Anzügen rumläuft. Und das widerspricht total. My już tak długo robimy z Olafem te rozmowy, że Olaf już musi teraz mówić o tym Mercedesie, mimo że to było dawno i nieprawda. Znaczy, ja, prawda, ale to było 7 lat temu. Ja, aber heute ist nicht Mercedes, sondern irgendein italienischer Sportwagen. Okay, ja, oder nicht? Tak. Das widerspricht, glaube ich, dem Ethos des polnischen Intellektuellen, der so auf eigene Armut und Wert legt. So ungefähr überzogen formuliert, natürlich. Aber du brauchst da gar nicht darauf zu antworten, dass wir wissen das. Und wir hören jetzt noch ein Stück. Aloise erwacht im Lazarett in Bethanien. Jan Ubleger, Brosche. Ich fasse mir ins Gesicht. Stoppelige Wangen. Ich hatte nie einen starken Bartwuchs, daher gab ich nach dem wenig erfolgreichen Versuch, mir einen imponierenden Schnauzer stehen zu lassen, auf und rasierte mich in der Armee immer glatt. Und jetzt diese Stoppeln auf den Wangen. Meine Hand abgemagert, das sehe ich sofort. Auf der Stirn eine Bandage. Sie haben sehr lang geschlafen, Herr Leutnant, sagt eine Frauenstimme. Ich wende den Kopf, der Nacken ist steif.
An meinem Bett steht eine hochgewachsene Frau im weißen Kittel über der schwarzen Ordenstracht. Auf dem Ärmel trägt sie eine weiße Binde mit dem roten Kreuz, auf dem Kopf einen schwarz-weißen Schleier. Ich erkenne die evangelische Diakonisse in ihr. In der Hand hält sie ein Thermometer. Wo bin ich? Wo bin ich? Will ich fragen, doch meine Stimme kratzt nur in der Kehle. Ich huste. Wo bin ich? Frage ich. Sie sind in Bethanien. Im Krankenhaus. In Berlin? Wie lange war ich bewusstlos? Sie waren überhaupt nicht bewusstlos, Herr Leutnant. Wie jetzt? Sie haben sehr gefiebert. Sie haben etwas auf Polnisch gerufen. Sind Sie Pole, Leutnant? Nein, erwidere ich. Ich bin aus Oberschlesien. Ach so, ich dachte, Sie sind vielleicht aus Posen. Mein Cousin hat ein Mädchen aus Posen geheiratet. Später hat er das bereut, denn mit den Katholiken, Sie wissen ja. Aber ich sehe, es geht endlich besser, Leutnant. Man hat Sie hergebracht nach Berlin, weil dort an der Front niemand wusste, was mit Ihnen ist. Ein hoffnungsloser Fall waren Sie auch nicht, deshalb wurden Sie hergeschickt. Hier sollte ein bedeutender Neurologe Sie untersuchen, Professor Gebert. Aber er hat es nicht hergeschafft und wird wohl auch nicht mehr kommen. Ich würde jedenfalls nicht auf ihn warten. Ich versuche mich zu konzentrieren. Etwas kommt da zurück. Die Trage, Blut, das Feldlazarett, der Zug. Kommt es zurück oder bilde ich es mir ein? Ich weiß es nicht. Die Diakonisse lächelt, reicht mir das Berliner Tagblatt. Sie haben das Ende der Welt verschlafen, Herr Leutnant. Ich setze mich auf. Mein Kopf tut weh, bin sehr schwach. Sehe die Titelseite. 11. November? Von heute? Ja. Nichts von den 19 Tagen, die mich vom letzten Datum trennen, an das ich mich erinnere. Den 23. Oktober, als ich den Angriff meines Zugs an der Schelde führte, ist mir in Erinnerung. Auf der ersten Seite vermeldet die Zeitung in großen Lettern, dass die Bedingungen des Waffenstillstands angenommen wurden. Ich lese den Artikel nicht, überfliege die nur die weiteren Schlagzeilen. Das Kaiserpaar ist nach seiner Abdankung nach Holland geflohen. Die Eisenbahnarbeiter unterstützen die Revolutionsregierung. Arbeiter- und Soldatenräte, das Programm der sozialistischen Regierung. Ich glaube weder an Gott noch an den Menschen, dennoch entfernt mir ein schwaches, guter Gott. Vom Herrjott werden Sie jetzt nicht viel hören, sagt die Diakonisse mit deutlichem Berliner Akzent. Ich sehe sie an, um die 50, trockenes, lächelwilliges Gesicht, helle Augen. Herr Liebknecht hat vorerst an die Sozialistische Republik Deutschland ausgerufen, vom Schlossbalkon. Jetzt wird es keinen Herrjott mehr geben, nur Marx, Herr Leutnant. Kein schlechter Tausch, lacht sie, beide mit Bart. Ich habe das Ende der Welt verschlafen. Kein Kaiser mehr, kein Krieg, kein Gott. Wir hatten natürlich verloren. Versuchen Sie sich aufzusetzen, Herr Leutnant, sagt die Diakonisse. Wo ist meine Uniform? Uniform, Herr Leutnant? Ja, meine Uniform, Bluse, Hemd, Hose, Stiefel. Schließlich bin ich ja nicht nackt hergebracht worden, oder im Krankenhemd. Na, natürlich, ich werde danach suchen, Herr Leutnant. Die Diakonisse geht, ich bleibe allein. Der bandagierte Kopf schmerzt. Ich bin sehr schwach. Stehe dennoch auf, warte kurz ab, bis der erste Schwindel vorüber ist, trete ans Fenster. Gut kenne ich Berlin nicht, aber ich weiß schon, wo ich bin. Der Name Bethanien allein hat mir nicht viel gesagt. Jetzt erkenne ich das Viertel. Ich bin in Kreuzberg am Marianenplatz. Die Fenster meines Saals gehen mitten auf den Platz. Links sehe ich im Augenwinkel die große evangelische Thomaskirche, erkenne ihre zwei charakteristischen Türme. Dort kam ich ein paar Mal vorbei bei einem meiner ersten Berlin-Urlaube in einer Welt, die es nicht mehr gibt. Damals stieg ich am Schlesischen Bahnhof aus. Ich weiß noch, ich hatte schon den Offiziersrang gegenüber die Schillingbrücke. Es war ein wunderbarer Sommer. Also bummelte ich den Kanal entlang bis zum Engelbecken am Marianenplatz vorbei. Dann trieb ich mich in den kleinen Straßen herum bis zum Märkischen Provinzialmuseum. Darin habe ich mir die gotischen Rüstungen und Folterwerkzeuge angesehen. Das war in einer anderen Welt, die es nicht mehr gibt. Dennoch hat der Marianenplatz sich überhaupt nicht verändert. Jetzt kommt aus der Muskauer Straße langsam ein Lastwagen auf den Marianenplatz gerollt. Ich sehe ihn durch die blätterlosen Platanen, ein Büssing, 5 Tonner. Fahrerhaus wie ein Zeitungskiosk, mit senkrechter Frontscheibe und langem, eckigem Kühlergrill. Militärbraun, der wie ein kurzer Sarg den dröhnenden Motor bedeckt, offene Ladefläche. Die Militärreifen rattern furchtbar.
Die Kontinentalblockade hat Gummi zur Mangelware gemacht. Deshalb zieht man an Autos und Lastkraftwagen Stahlreifen auf, bei denen ein Strauß von Federn die Narbe mit dem Reifenersatz der stählernen Felge verbindet, was die Fahrt etwas dämpft, aber auf dem Pflasterstein scheppert, als hätte man eine Horde Affenhackbretter in Pfoten gegeben. Auf der Ladefläche stehen Männer. Manche in Uniform, andere in Zivil, mit Armee- und Marinemützen, Schirmmützen und Hüten, Matrosen, Soldaten, Arbeiter, allesamt bewaffnet. Sie schreien, fuchteln mit den Waffen, halten sich an den Brettern der Bordwand fest, über ihnen wehen vier große rote Standarten. Auf dem Dach des Fahrerhauses haben sie ein Maschinengewehr montiert. Den Kühler verdeckt ein aus Brettern gezimmertes, weiß gestrichenes Schild, auf dem in roten Buchstaben steht: Die ganze Macht den A- und S-Räten. Die Macht den Arbeiter- und Soldatenräten. Ich bin in einer anderen Welt erwacht. 4 Jahre lang lebte ich in dem einfachen Universum der grauen Uniform. In die Armee war ich als Freiwilliger eingetreten, noch 1914, zum großen Erstaunen meines damals engsten Breslauer Freundes Dionysi Braun, der sich gemeinhin als Dionysi Braun-Towiański vorstellte. Das war noch eines der weniger drastischen Symptome seiner Geisteskrankheit. Aber ich will jetzt nicht an Braun-Towiański denken, Agnes. Seine Welt habe ich längst verlassen, wie du weißt. Und du warst mit diesem Abgang damals sehr zufrieden, erinnerst du dich? Ungeachtet manch netter Augenblicke, die wir zu viert mit ihm und dem dich damals vergötternden Heinrich Gottrop verbracht hatten, gewöhnlich an einem Tisch in der Gleiwitzer Kaiserkrone. Das alles war damals sehr schön und irgendwie belebend. Mich erregte die Aussicht auf eine plötzliche Umkehrung der Hierarchie, sodass ich niemandem mehr beweisen müsste, dass ich ein guter Deutscher bin, mich plötzlich nicht mehr anstrengen müsste. Denn da ist die Idee von Polen, von etwas Unbestimmtem. Etwas, das weder Staat, weder Polizei noch Armee oder Flotte besitzt, keine Schulen und keine Ministerien, keine Bahn, nur die Idee, die schöne Menschen entflammt. Denn alle von dieser Idee entflammten, die ich in Breslau kennengelernt habe, waren auf ihre eigene Weise schön. Dionysi erwartete, dass ich mit ihm nach Krakau fahren würde, um mich Piłsudskis Legionen anzuschließen und im Feuer des Krieges für die polnische Sache zu arbeiten. In mir jedoch spielte die Musik patriotischer Dressur. Schon auf der Volksschule, um dann im Gymnasium und im Gleiwitzer Turnverein aufzublühen, dem ich vor dem Umzug nach Breslau angehörte. Und beim Klang dieser Marschmusik wirken Dionysi und seine Polen auf mich wie ein lachhaftes Hobby, wie die Engländer sagen, ein Zeitvertreib wie Tennis oder Fußball, dem ich mich im Turnverein ebenfalls widmete. Derlei taugt für Friedenszeiten. Wenn aber ein Krieg heraufzieht, wer wollte da nach dem Ball treten oder polnische Bücher lesen? Wie könnte so etwas an das patriotische Fieber heranreichen, das 1914 plötzlich unsere Köpfe erfasste? Der Kaiser ruft, das Vaterland ruft. Zeit ist, den treulosen Franzosen zu zeigen, ihnen eine heftige Abreibung zu verpassen, wie sie ihnen vor 44 Jahren unter anderem durch meinen Vater verpasst wurde. Das war vor 4 Jahren. Ich wollte mich von meinen Eltern verabschieden, von Pfarrer Scholtis und von dir, und mich dann als Freiwilliger melden, bevor sie mich einziehen würden. Mit dem Zug fuhr ich bis Gleiwitz, dann direkt mit der Kleinbahn nach Niborowitz zu den Eltern. Ich sagte Vater, dass ich zur Armee gehen würde als Freiwilliger. So gebildet und so dumm, sagte Vater und äußerte sich dann gar nicht mehr. Was willst du dort, Söhnchen? Hast du dafür studiert, damit man nicht jetzt irgendjemand wie einen räudigen Hund über den Haufen schießt? Jammerte Mamulka. Ich zuckte mit den Schultern. Was sollte ich auch sagen? Ich glaubte damals, Mamulka verstünde von solchen Sachen nichts. Wie sollte sie verstehen, was das heißt? Dem Kaiser die Treue schwören? Als ich das Elternhaus verließ, trug ich einen eleganten Anzug aus dünner Wolle, den ich mir selbst verdient hatte, ohne mir die Hände schmutzig zu machen, durch Nachhilfe für die beschränkten Göhren der Reichen. Und Tatulek trat hinter mir in die Laube. Du gehörst nicht mehr zu mir, sagte Tatulek. Du bist nicht mehr mein Sohn. Vielen Dank.
Ich fand es wunderbar, wie die Ordensschwester hier berlinert hat. Das steht ja nicht im Text, aber das ist genial. Steht im Text, haben Sie so übersetzt? Nee, das konnten wir im Druck nicht machen, aber das ist hervorragend, finde ich das. Wir sind jetzt auch schon nah am Ende. Ich weiß nicht, ob Sie noch Fragen haben. Ich habe noch eine letzte Frage an Stepan Twardoch, die vielleicht auch wieder ein bisschen kontrovers ist, weil er immer sagt, er sei Schlesier, nicht Pole. Und wir haben ja eben gehört, der Vater, und das habe ich nie richtig verstanden, warum der Vater sagt, du gehörst nicht mehr zu mir, während er doch selbst in der deutschen Armee gedient hat in Flandern. Was stört ihn daran, dass der Sohn jetzt zur Armee geht? To znaczy, ja myślę, że ja jestem ostatnią osobą, która powinna tłumaczyć własną powieść. Od tego zacznijmy. Proszę? Ja jestem ostatnią osobą, która powinna tłumaczyć własną powieść. Tak, ale żądamy tego od ciebie. Ich bin der Letzte, der meine eigenen Romane jetzt auch noch deuten kann, oder? Natomiast tutaj może wytłumaczę, jaka mogła być motywacja Antona Pokory. To znaczy, jemu nie chodzi o to, że on wstąpił do wojska, bo Anton Pokora też był w pruskim wojsku, tylko Anton Pokora po prostu widzi jego awans społeczny. I wie, że jego syn, jak wstępuje do wojska, to już nie będzie po prostu zwykłym żołnierzem jak on. I Anton Pokora, myślę, że uważa, że ludzie z jego świata, z jego klasy nie idą do wojska na ochotnika, tylko są zabierani. Bo patriotyzm i ten patriotyczny ferwor jest raczej przywilejem ludzi z klasy średniej, a nie proletariatu. Es geht hier meiner Meinung nach, soweit ich meinen eigenen Roman verstehe, ergänze ich jetzt, darum, dass Anton Pokora nichts dagegen hat, dass der Sohn in eine deutsche Armee geht, sondern es ärgert ihn, dass er sich freiwillig meldet, weil die freiwillige Meldung ist quasi ein Merkmal der höheren Klassen, der avancierten Gesellschaft, die sich vom patriotischen Ruf mitreißen lässt, während der normale Mensch seiner Schicht einberufen wird und zwangsweise dorthin geht. Das könnte einer der Gründe sein. Ja jeszcze może dodam do tego, że no, cała ta postać Antona Pokory, cały ten jego gniew wewnętrzny, to jest, ja go jakoś skleiłem z wielu starych mężczyzn, starych górników z mojej rodziny i okolic, których pamiętam i którzy właśnie cali dyszeli od tego gniewu, którego nigdzie nie mogli wypuścić. I w nich też była ta absolutna nieufność do całego świata polityki. Mhm. Und ich kann vielleicht noch hinzufügen, dass diese Person von Anton, die Figur von Anton Pokora, die habe ich zusammengeschnitten aus einer Vielzahl von alten Männern in meiner Familie und unter Bekannten, die alle diesen inneren Zorn, Bergarbeiter, das ist wichtig, die alle diesen inneren Zorn atmeten und das gemeinsam hatten und vor allen Dingen gemeinsam hatten das absolute Misstrauen gegen die Politik. Jakby całej polityki, prawda? Nie tylko wobec rządzących, ale wobec jakby całej, dla nich zawsze polityka była właśnie zabawą dla państwa, prawda? Politik war eine Beschäftigung für państwo w sensie wyższych. Wyższych sfer, tak, w sensie Staat. Eine Beschäftigung für die höheren Sphären und daher waren sie da absolut misstrauisch dagegen. Ja, das ist doch eine hervorragende Interpretation, danke. Haben Sie vielleicht noch einzelne Fragen? Viel Zeit haben wir nicht mehr, 9 Minuten, aber... Und im Anschluss wird Stepan gerne, ich weiß aber nicht, ob hier wir das machen können, signieren, falls Sie Bücher haben. Und unten. Ja. Mich würde interessieren, wie viel Zeit für Recherche Sie verwenden. Ich erinnere mich an das Dunkle Königreich, wo Sie über Recherche... An das Dunkle Königreich, wo, glaube ich, 2 oder 3 Seiten lang dieses polnische Flugzeug, der Elch, beschrieben wird. Ja. No, tak naprawdę to research do powieści zajmuje mi chyba więcej czasu niż samo pisanie. Ich glaube, Recherche nimmt bei mir immer mehr Zeit in Anspruch als das Schreiben selbst. Natomiast ja nie robię tego tak, że najpierw się przygotowuję, a potem piszę, tylko że
Najpierw poświęcam może miesiąc na wejście, takie na czytanie o tym, na stworzenie w sobie jakichś podstaw do zbudowania świata przedstawionego. Aber es ist nicht so, dass ich erst recherchiere und dann auf der Basis dessen schreibe, sondern ich fange erst mal an und mache einen Entwurf und bekomme ein Gefühl dafür, was da passiert und dann gehe ich auf Research. Potem zaczynam pisać i równocześnie z pisaniem pogłębiam ten wstępny research. No i czasem jest tak, że przez kilka dni nie piszę nic, bo jestem, no, przebijam się przez sterty jakichś starych gazet czy innych rzeczy. Und dann schreibe ich und im Laufe des Schreibens tauchen Fragen auf, die ich vertiefen muss. Und dann kommt es auch mal vor, dass ich zwei, drei Tage da sitze und nur alte Zeitungen durchblättere. I na przykład pisząc Pokorę miałem jakąś też przyjemność z researchu, bo miałem już dość tej Warszawy przedwojennej. Jakiej przedwojennej? No Warszawy miałem dość, przedwojennej Warszawy z Króla. Ale w jakim sensie dzisiaj przedwojenny? Nie. No nie chodzi o to, że w poprzednich książkach Króla. Pisałem poprzedni, wiesz, dużo o Warszawie. Morfina, Król, Królestwo. Und als ich den Boxer schrieb, oder Pokora, ergab es sich, und das war mir sehr angenehm, weil ich das Vorkriegs-Warschau, über das ich schrieb, wirklich schon satt hatte. Dlatego przy Pokorze miałem satysfakcję z poznawania nowego miasta, którego już nie ma, z nowego nieistniejącego miasta, znaczy Berlina z 1918 roku, prawda? Bo tego miasta już nie ma, tak samo jak nie ma Warszawy. Jakiego roku? 1918, kiedy się przygotowałem do Berlina z Pokory. Ja. Und deswegen hatte ich das Vergnügen, weil ich Pokora schrieb, musste ich eine Stadt kennenlernen, die heute gar nicht mehr existiert, nämlich das Berlin von 1918. I kiedy sobie chodziłem po Berlinie ze starą mapą, właśnie ze starym planem miasta z 1918 roku, to też wtedy dopiero jest jakoś uderzająco widoczne, jak bardzo tkanka tego miasta się zmieniła, prawda? Mhm. Bo nie wiem, tkanka Wiednia, czy Budapesztu, czy Krakowa nie zmieniła się wcale. Mhm. Prawda, w tym czasie. Und als ich damals auf Recherche mit einem alten Stadtplan durch Berlin lief, habe ich erst gesehen, wie sehr sich das Gewebe der Stadt Berlin verändert hat seit 1918, was in Wien, Budapest und anderen Städten überhaupt nicht der Fall ist. Die sind unverändert. No i prasa też. Research w ogóle często mi sprawia przyjemność, i ponieważ ja nienawidzę pisać, to często w ogóle brnę w research głębiej, żeby robię wszystko, żeby nie pisać. Und die Presse, also alte Zeitung, es macht mir großes Vergnügen, das zu lesen. Und da ich nicht gern schreibe, nutze ich jede Gelegenheit, mich in die Recherche zu vertiefen. Natomiast ta prasa z 1918 roku, berlińska prasa, z tam właśnie z listopada, grudnia, to jakby śledzenie tych kolejnych numerów dzień po dniu, no daje, to była przygoda dla mnie, to była wstrząsająca podróż w czasie taka, i śledząc jakby rozwój wydarzeń, wiesz, z pierwszą stroną każdej gazety, potem wchodząc głębiej i tak dalej, to lubię w mojej pracy. Und das mag ich, und das war für mich eigentlich ein großes Abenteuer, eine Zeitreise, die Zeitung, die deutsche Presse von November, Dezember 1918 zu lesen, immer die Titelseiten, was gerade passiert war, und dann je nachdem tiefer in den Inhalt hinein. Das war ein großes Vergnügen für mich. I nawet w końcu te pismo gotyckie przestało mi się wydawać egzotyczne i zacząłem normalnie czytać. Wie heißt das nochmal auf Deutsch? Gotische? Fraktur. Sogar diese alte Fraktur hat mich irgendwann nicht mehr gequält, sondern ich habe mich daran gewöhnt und konnte das auch lesen. Ich habe noch eine Frage. Ja? Ja, ich habe eine Frage nur, will aber kurz den Kontext erläutern. Ich muss einmal Danke sagen, weil ich bin groß geworden im tiefen Westfalen, zwischen Nachbarn, die aus Schlesien kamen, aus Oberschlesien. Und von daher verstehe ich dich jetzt besser, wenn ich ihre Romane lese. Das freut mich sehr. Meine Frage zielt aber darauf, warum spielt das Studium in Breslau in dem Roman und im Kopf des Protagonisten so eine geringe Rolle? Da ist so wenig hängen geblieben. Also wo gibt es keinen Widerstand oder gibt es keinen anderen Blick auf Gesellschaft, die aus dem Studium resultiert und sozusagen die intellektuelle Erfahrung, die er gemacht hat während des Studiums, die findet im Roman kaum Raum. Und
uczelni. To jest bardzo skąpo opisane. Tam nie ma znajomych, nie ma doświadczeń. Tak. To jest oczywiście prawda. Ten rozdział w życiu Alojsa Pokory jest bardzo skąpo opisany, ale to dlatego, że on chyba był wtedy szczęśliwy. Das stimmt tatsächlich. Dieser Abschnitt im Leben von Aloyse Pokora ist sehr spärlich beschrieben, aber das hat vermutlich seinen Grund darin, dass er in der Zeit glücklich war. Ja, wir haben eigentlich noch 3 Minuten, aber wenn es noch eine Frage gibt. Ich habe sogar 2, aber ich stelle sie einfach beide und dann kannst du entscheiden, welche du beantwortest. Okay. Das eine war mit der Recherche. Mich interessiert, ob du jemanden noch zum Fact-Checking mit ins Lektorat reinholst oder kann ich darauf vertrauen beim Lesen, dass, wenn du schreibst, dass Gummi Mangelware war 1918 in Berlin und die LKWs mit Stahlreifen da rumratterten, dass das wirklich dann so gewesen sein muss? Das ist meine erste Frage. Und die zweite... Ja, najpierw odpowiem na pierwsze. Okay. Mhm. To znaczy, moją ambicją, którą sobie jakby, od której nie odstępuję, jest opisywanie świata, który był, który nie jest fikcyjny, najprecyzyjniej jak mogę, najwierniej jak mogę. Also es ist mein Ehrgeiz, dass ich die Welt, die der Vergangenheit, die ich beschreibe, so präzis wie möglich und genau wie möglich beschreibe. Moi redaktorzy w wydawnictwie literackim rzeczywiście sprawdzają różne rzeczy, które sprawdzić można, ale jeszcze się tak nie zdarzyło, żeby mnie na czymś, na jakiejś pomyłce większej niż tam językowe, wiesz, ten przyłapali chyba. Die Lektoren des Wydawnictwa Literackiego meines Verlages prüfen das schon ziemlich genau nach, was ich schreibe und ich bin eigentlich noch nie ertappt worden bei einer wirklich gröberen Ungenauigkeit, abgesehen von kleineren sprachlichen Sachen. A czy w Rowolcie ktoś sprawdza to jeszcze? Oczywiście, tam jest cały sztab. Da gibt es einen ganzen Stab von Fact-Checkern und Lektoren natürlich. Und die zweite Frage? Die zweite Frage, der Protagonist beschreibt sozusagen das Sexleben seiner Eltern so, als wüsste er, was sie nicht nur tun, sondern auch darüber denken und wie sie sich dabei fühlen. Wie erklärst du das? Reden die so offen darüber mit ihrem Söhnchen? Widzi pani, to jest bardzo dobre pytanie. Das ist eine sehr gute Frage. Ale gdyby pani zobaczyła, jak wyglądał dom, w którym mieszkała górnicza rodzina na przełomie XIX i XX wieku, to wcale by pani to nie dziwiło, że dziecko wie, jak wygląda życie seksualne rodziców, aber ponieważ ono się odbywało po prostu często w tym samym pokoju. No. Ale co w ich głowach się działo? Wenn Sie wüssten, wie eine Bergarbeiterfamilie die Jahrhundertwende 19-20. Jahrhundert gelebt hat, dann würde es Sie nicht wundern, dass ein Kind sehr wohl weiß, wie das Sexualleben seiner Eltern aussieht, weil alles oft in einem und demselben Raum sich abspielte. No a co do tego, co się działo w ich głowach, no to możemy założyć, że Aloys się po prostu domyśla. Und was die Frage, was in ihren Köpfen sich abspielt, da müssen wir davon ausgehen, dass Aloys sich das einfach erschlossen oder zurechtgelegt hat. Ja, wir sind am Ende, wir sind punktgenau 1 Minute darüber. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Jan Oblegger für die fantastische Lesung.